Eines Tages kam ein Mann zu Isa a.s. und sagte: O Isa, ich will dein Gefährte werden. Isa a.s. erwiderte: Gut, dann komm mit mir. Zusammen zogen sie los. Als Proviant hatte Isa a.s. 3 Brote mitgenommen. Er gab die Brote dem Mann zu tragen und sie gingen los. Als sie an das Ufer eines Flusses kamen, sagte Isa a.s.: Lass uns hier etwas Ruhe finden und die Brote essen. Ein Stück Brot ist für dich, eines für mich und eines sollst du aufbewahren. Danach ging er zum Fluss, um davon zu trinken. Als er einige Zeit später zurückkam, sagte ihm der Mann: Eines der Brote ist abhanden gekommen. Isa a.s. schwieg dazu und fragte nicht weiter nach. Sie gingen weiter und kamen an einem Wald vorbei. Dort sahen sie eine Hirschkuh und Isa a.s. sagte: Komm zu mir mit dem Willen Allahs. Das Tier kam. Sie schlachteten es und aßen davon. Ein Teil des Fleisches blieb übrig und Isa a.s. sprach: Mit dem Willen Allahs, steh wieder auf und werde lebendig. Als der Mann dieses Wunder sah, war er verblüfft. Isa a.s. fragte ihn erneut: Sag mir, wer hat das dritte Brot gegessen? Der Mann sagte: Ich weiß es nicht. Sie zogen weiter, bis sie sandigen Boden erreichten. Isa a.s. nahm einen Haufen Sand und sagte: Mit dem Willen Allahs werde zu Gold. Dieser Haufen wurde zu Gold und Isa a.s. teilte es in 3 Teile. Er sagte: Ein Teil Gold ist für dich, ein Teil für mich und der dritte Teil gehört demjenigen, der das dritte Brot gegessen hat. Sofort meldete sich der Mann und sagte: Ich habe das dritte Brot gegessen. Isa a.s. sagte: Nimm alles und geh. Ab heute bist du nicht mehr mein Gefährte. Der Mann hatte schon einen Teil des Goldes bekommen, aber er wollte mehr. Er wurde gierig. Er war nicht zufrieden mit dem, was er bereits bekommen hatte. Doch was geschah weiter? Der Mann hatte nun das ganze Gold. Damit zog er weiter. In der Wüste begegnete er 2 Beduinen, die das Gold sahen und mit gezogenen Schwertern auf ihn zukamen. Er sagte: Ich flehe euch an, lasst uns das Gold durch 3 teilen. Es ist genug für uns alle da. Sie waren einverstanden und teilten das Gold auf. Sie hatten Hunger und sagten dem Mann: Wir sind alle hungrig. Gehe doch in die Stadt und tausche etwas Gold gegen Brot, damit wir essen können. Das gefiel dem Mann. Er ging in die Stadt und dachte sich auf den Weg: Wenn ich das Brot vergifte, dann wird das ganze Gold wieder mir alleine gehören. Die anderen beiden dachten sich währenddessen: Wenn er zurückkommt, werden wir ihn umbringen und das ganze Gold durch 2 teilen. Wenig später kam der Mann mit den vergifteten Broten zurück. Kaum hatte er den Beduinen die Brote überreicht, fielen sie über ihn her und töteten ihn. Danach fingen sie an, das vergiftete Brot zu essen. Kaum hatten sie es gegessen, starben auch sie. Nun lagen 3 Leichen beisammen. Am nächsten Morgen kam Isa a.s. mit seinen Gefährten an dem Ort vorbei, sah sie alle tot liegen und sagte: Das ist die Dunya, hütet euch vor ihr. Der Mensch wird stets nach mehr trachten. Er wird niemals zufrieden sein.